Von meiner Urgroßmutter, der Bruder, ist der Gründervater von VU, der Wilhelm Beck. Und meine Großmutter, die Anna, war die Sekretärin bei ihm und hat natürlich da immer viel erzählt darüber, was mich immer schon sehr interessiert hat von klein auf. Und so bin ich eigentlich dann schon früher so mit der Politik vertraut worden. Und freut es mich natürlich jetzt, dass ich heute nochmal, dass ich jetzt im Landtag war und jetzt heute nochmal das Vertrauen bekommen habe vor Ortsgruppe und nominiert worden bin. Ich bin heute motiviert, mich für die Anliegen der Leute einzusetzen, die politische Gestaltung für die Zukunft von Liechtenstein mitwirken zu können. Das motiviert mich und hat mich jetzt so die letzten 4 Jahre motiviert. Mit der VU-Landtagsfraktion haben wir das Postulat eingereicht zur steuerlichen Entlastung von Familien. Dort bin ich federführend gesehen. Wir haben dort den Kinderabzug von 9'000 Franken auf 12'000 Franken erhöhen können, was eine Entlastung bringt für Familien, wo Kinder sowohl selber betreuend, aber auch fremdbetreuen lohnt. Im Bereich von der Zweitausbildung haben wir dort steuerliche Entlastungen herbeiführen können, aber auch, sagen wir jetzt, beim Strafmass, beim sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, habe ich einen Antrag gestellt, wo man das Strafgesetzbuch total revidiert hat, habe ich einen Antrag gestellt, dass man das Strafmaß von 3 auf 5 Jahre erhöht und wenn es eine schwere Körperverletzung zur Folge hat, dass man es dann bis auf 10 Jahre erhöht hat, das Strafmaß. Und das ist einfach wichtig, weil ich denke, Kinder, die so etwas erfahren müssen, haben lebenslang mit den Folgen zu kämpfen. Rangrücktritt ist einmal gesagt, also mit dem Landesspital. Dort hat das Land auf 2,3 Millionen Darlehen verzichten wollen, weil die Eigenkapitalsituation vom Landesspital damals im 2018 nicht gut war. Ich habe dann einen Antrag gestellt, dass man zuerst verlässliche Zahlen oder tatsächliche Zahlen sehen möchte, sozusagen eine Jahresrechnung mit True and Fair View, also mit tatsächlichen Zahlen und nicht stiller Reserve und einfach einen Rangrücktritt auf das Darlehen gibt. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass das Eigenkapital dann gleich besser gesehen ist, wo man die Jahresrechnung präsentiert bekommen hat und dass es eigentlich gut war, dass man dann auf die 2,3 Millionen verzichtet hat. Und das sind so mal Beispiel. Im Moment ist klar der Fokus auf der Covid-19-Problematik, wo einfach Unternehmen betroffen sind. Sie haben mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen bei gleichen Kosten. Und das ist natürlich schwierig und dort gibt es natürlich schnelle und unbürokratische Lösungen zu haben und Unterstützungen zu leisten. Jedes Land, das gut funktioniert, hat ein Unternehmertum und das ist wichtig. Das gibt Arbeitsplätze und die Arbeitsplätze gibt es zu erhalten und auch allenfalls so auszubauen. Und darum haben wir dort auf die Unternehmer bei uns im Land sehr gut schauen. Und ja, und ein weiteres Thema ist natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, das sind die Sozialwerke. Das ist eine Errungenschaft vom Liechtenstein, der AHV als wichtigstes Sozialwerk. Aber auch Pensionskassen sind wichtig als Säule für die Altersvorsorge und da muss man einfach schauen, dass die Finanzanlagen von denen, wie die betroffen sind von den Auswirkungen von Corona und das ist einfach eine langfristige Sicherung, muss da einfach auch sichergestellt werden und das sind so ein bisschen Themen, die sicher in Zukunft auch im Zusammenhang mit Gesundheitskosten oder Krankenkassenprämien, dass die nicht feststeigen, dass man das einfach immer überwacht für die Bevölkerung.